Herzlich willkommen, heute unboxen wir dieses Paket. Und zwar habe ich das auf Filmundo gekauft. Und ja, ich finde das eigentlich eine ganz witzige Story, weil ich habe das quasi ja gekauft. Und als ich dann den Namen gesehen hatte vom Verkäufer, dachte ich mir schon, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ja, er ist quasi ein YouTube-Abonnent und ja, hat quasi meine Facebook-Seite geliked. Und zwar vom Michael. Und ja, ich fand das eigentlich ganz witzig. Da sieht man mal, wie klein die Sammlerwelt ist. Und ja, ich habe bei ihm eine Tinbox ersteigert und er hatte noch eine weitere, die ich eigentlich haben wollte. Die hat er mir dann auch noch für einen günstigen Preis angeboten. Die habe ich dann auch noch weggenommen. Und ja, ich würde sagen, Unboxing das Paket und ja, ich zeige euch, was ich gekauft habe. Ja, ich habe hier einen so einen Schokoladenhasen am Stiel, das war sehr geil. Und Kinder Country, das ist auf jeden Fall echt schon mal geil, danke. Und das ist auf jeden Fall echt gut eingepackt. Ich glaube, hier ist irgendwas drin. Ach, ja, das ist einmal hier die Bad Taste DVD. Und vielleicht könnt ihr jetzt schon wissen, was ich mir gekauft habe. Tinbox, ne? So. Ich pack das gleich mal eben aus. Da ist was drin. Hier ist was drin. So. Hier ist dann einmal noch die Uhr. Und ja, er hat schon gesagt, dass hier was abgebrochen ist. Und ja, das ist hier vorne. Das sieht man jetzt leider nicht, aber auf jeden Fall ist das hier vorne, wo der Stift hier rein eingehakt wird, der ist hier ein bisschen kaputt, aber das macht eigentlich nichts, weil die kommt dann einfach so wieder in die Tinbox. Ist dann hier einmal noch das Cover, Bad Taste. So, dann packen wir mal die erste Tinbox aus. Ja, und dann haben wir sogar die richtige erwischt. Ja, das ist einmal hier Bad Taste, die Tinbox ist relativ groß, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so groß ist. Und ja, die ist limitiert auf 2000 Stück. Ich habe ja Nummer 1530. Das ist dann hier nochmal Special Edition mit DVD-Trailer, Making-of, Soundtrack und so weiter. Und er hat nochmal ein Original 35mm Filmstreifen, die Armbanduhr und den Aufkleber. Ich schätze mal, der ist in der Box dann drin. Das ist nochmal die Story und ein paar Bilder. Und wir haben hier Ton Deutsch in Dolby Digital 5.1 und 2.0 und in Englisch haben wir auch 2.0. Machen wir die mal auf, sieht auf jeden Fall echt cool aus. Und ja, noch mehr Verpackung. Und ja, hier ist einmal der Filmstreifen drin. Ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennt. Und ja, hier ist einmal der Bad Taste Aufkleber drin. Ist halt derselbe wie vorne hier. Ich glaube, das ist derselbe. Ja, nur ein bisschen. Ne, ist genau derselbe. Ja, und dazu gehört halt dann noch hier die Uhr. Und ja, hier ist noch einmal die Disc drin in so einem Pappschuber. Hier sehen wir mal Kapitel. Sind dann hier aufgelistet. Und zeige ich euch eben mal die Disc. Dann auch nochmal so aus. Und dann haben wir hier noch ein Booklet. Blättern wir auch mal ganz schnell durch. Filmografie, Making of, Regie. Und ja, das war's auch. So. Ja, das war erstmal die Bad Taste, bis auf die Uhr ist wirklich im Top-Zustand, aber kommt auch einfach hier wieder rein und dann, also mich hat das jetzt nicht gestört mit der Uhr. Ja, das war einmal die Bad Taste Edition. Der Film ist ein bisschen trashig, habe ich mir bisher auch nur einmal angeguckt, aber ich finde die Tinbox echt richtig cool. Ja, weiter geht's mit der nächsten Tinbox. Wenn er jetzt im Hintergrund gerade Bohrmaschinengeräusche hört, ja, ich weiß, es nervt, mich nervt es auch. Aber es scheint nicht aufzuhören und ich möchte unbedingt jetzt die Tinbox sehen. Also ich rede jetzt einfach weiter, wir unboxen das und
ignoriert einfach das Bohrmaschinengeräusch, wenn er es hört. Also der bohrt hier seit 10 Minuten und ich will letztendlich die Box auspacken. Ja, also weiter geht's. Zwar haben wir hier einmal die Maniac Special Edition in der Tinbox. Von der Größe etc. ist die eigentlich identisch. Und allerdings ist die Box limitierter, und zwar auf insgesamt 1000 Stück, wie man das hier sehen kann. Und ich habe hier Nummer 597, also wirklich eine gute Nummer, schön im Mittelfeld. Und ja, wieder haben wir hier einmal die Story zum Film. Special Edition beinhaltet Trailer, Interview, Audiokommentar, TV-Spots, Slideshow und vieles mehr. Den Film hatte ich jetzt noch nicht gesehen, aber die Tinbox ist auf jeden Fall sehr geil. Es gibt noch eine zu Tanz der Teufel, die ist aber noch teurer und seltener. Die hätte ich jetzt extrem auch günstig bekommen, weil der Michael hat zu mir gesagt, er hat da halt ein bisschen rumgebastelt mit der Disc, weil ich hätte gesehen, ich mache die mal eben auf, dann seht ihr das auch, was ich meine. Und ja, sag mal, innen drin. Und ja, ach so. Ich dachte, er hat zu mir gesagt, er hat das Plastikding hier reingeklebt. Ihr seht hier auch die Klebepunkte, es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr drin. Ich weiß nicht, wie die Disc hier vorher drin war, ob das jetzt hier nur so ein Plastikcase war. Er hatte die auf jeden Fall halt hier reingeklebt, aber der hat mir wirklich einen super Preis gemacht dafür. Und hier ist einmal die Disc. Ja, und was ich schade finde bei der Box, dass sie auf 1000 Stück limitiert ist und dann ist ja nur die Disc drin. Also das finde ich extrem schade. Und die Bad Taste Box ist ja vom Inhalt auf jeden Fall viel schöner, dass man hier noch ein Booklet, die Uhr, ein Filmcell, den Aufkleber und hier hat man wirklich nur die lose Disc. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich weiß nicht, wie die Disc, ob das hier das Case war, wo die Disc drin lag. Ja, mehr gibt es leider zur Maniac Box nicht zu zeigen. Und ja, das sind einmal die Maniac und Bad Taste Tinbox. Sehr geil auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall nochmal danke für die Schokolade. Ich werde mir gleich erstmal aufessen. Und ja, mehr gibt es erstmal nicht zu zeigen zu den beiden Tinboxen. Hatte ich ja auf Facebook schon gesagt, dass eine Overview kommen wird, so wie es aussieht, auf Deutsch. Könnt ihr ja noch abstimmen, wenn ihr wollt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss.